Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, sorry Leute für den harten Einstieg in die Folge. Wollt ihr die Hintergründe wissen, schaut euch das Infovideo zu der Staffel an. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Na, da unten ist ja nochmal ein Sofastein. Ein paar Bäume mit. Ja, will ich auf dem Rückflug hier auch noch ein paar mitnehmen. Zack. Na, das war so klar. Wer und schießt hier? Drecksvieh. Ah. Er oder was? Ja, was sonst? Deine Freunde. Über einen Wolf würde ich mich ja noch freuen. Die scheiß Bären nerven mich langsam. Siehst du, machst du einen weg, da läufst du 10 Meter weiter, steht der nächste. Ja, ja. Unglaublich, ey. Ja, nimm die mal ruhig mit, so. Ich wollte ja noch einen schönen Bärenteppich machen. Die Ecke ist auch abgegrast hier, steintechnisch. Sag mal, hier am Wasser, da war doch nicht vorher eine direkte Butze, oder? Na, die habe ich auch gerade gesehen, am See meinst du? Ja, das sind zwei Stück. Eine ja, links ja. Und eine rechts. Gerade auch ganz weiter drei müsste eigentlich noch eine sein. Habe ich auch gerade gesehen, habe ich mich auch gefragt. Ist die neu? Da ist sogar noch eine Holztür dran. Ach, ernsthaft? Ja. Ja, dann nehme ich gleich. Ich laufe gleich mal hin. Mach mal. Das ist eine Holztüre, ja klar. Naja, dann hole ich mal so eine Pistole. Das hier ist eine Holztüre. Was der wird aber zwei. Ich denke, der wird irgendwo noch eine Metalltür drin haben. Also das ist eine größere. Ja, ja. Hab ich gestern auch gedacht. Und der muss draußen gewesen sein, weil hier liegt nämlich ein Wolf. Oh, ja. Das heißt, er war hier in Gange. Der hat den Wolf abgeballert und hat ihn liegen lassen. Vielleicht ist der Wolf auch von einem Bär erlegt worden oder so. Ja, so. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hat er dich auch gesehen. Hier ist nichts in der Gegend. Ich bleib mal hier stehen. Bleib mal. Ich komme gleich dahin. Muss nur mal hier das Zeug wegbringen. Also für eine Tür haben wir auf jeden Fall Schuss liegen, meine ich. Und bring mal nochmal, ich würde sagen, mal nochmal 4 Sprengladungen mit, falls er innen drin eine Metalltür hat. Also der hat, das ist quasi eine Vierer und davor ist nochmal eine einzelne gesetzt, so, weißt du? Ich denke mal, das ist die eine, die Holztür, die Haupttür ist und innen drin könnte eventuell eine Metalltür sein, nochmal.
Ja, die können wir ja dann immer noch holen, also kann ich mich einmal töten oder so, das ist ja... Ja, erst mal gucken, was er da überhaupt hat. Wenn er irgendwie gerade erst angefangen hat, lohnt sich das ja auch nicht, da die Sprengladung zu verballern. Ja, hast du recht. Also hier sind drei Hütten. Gegenüber ist nochmal eine Hütte und links davon ist auch nochmal eine, so wie ich es erkennen kann. Die haben alle um den See herum gebaut. Was ist das da vorne für eine? Hat er Metalltür? Der hat eine Metalltür drin. Der hat eine Metalltür. Und der da hinten, da müsste man mal hinten rumlaufen. Da rein. So, bin auf dem Weg. Alles gut, ich nehme dann schon mal den Stein hier mit. Kann man nicht einfach so rumliegen lassen. Scheiße, ich bin voll. Man noch was essen, so nicht hält. Und Wolf, das Inventar schon voll oder was mit Sulfur? Ei, was habe ich denn? 1, 2, 3, 3.500 Sulfur. Das geht, ne? Ja, meine ganzen 300 habe ich dir schon mal da im Ofen gelegt. Ja, ich mach die Öfen schnell voll, dann komme ich auch zurück. So. Wo bist du denn jetzt hin hier, ey? So, ich bin jetzt genau S13. Da in der Butze, oder was? Ja. Na, ich bin gleich da. Da hat sich nichts bewegt bis jetzt. Ja. Wahrscheinlich ist eh ne Blech die Winter, aber. Ach, da ist er schon. Komm mal her. Moin. Oh, scheiße, warte mal, muss ich was ablegen? Ja, kannst ja, ich kann da was mitnehmen. Ist kein Thema. Leg ich hin. Hast du Fleisch? Wenn du Tierfett hast? Nee, wa? Nö. Die Decke ist auch noch aus Holz. Also wer weiß. Bist du noch in der Butze, Wolf? Jawohl. Wenn du, falls du kommst, kannst du ein bisschen Fleisch mitbringen? Ja. Ich hab's verpeilt. Ich bin nämlich hier gleich... Ein bisschen mal die Gegend checken nebenbei. Ja, oh. Zu, Mann, ey. Manchmal echt 10 Jahre darauf. Welches Feld? S13. Jo.
zehnmal raufhauen. Ja. Aber trotzdem verhältnismäßig zu zweit hast du. Ach, geht auch alleine. Ratzfatz eigentlich. Schuss noch. Ja, geh so ein bisschen weggehen, nicht, dass er gleich direkt ins Gesicht geschossen kriegst. Zahngeschütz ist. Nö, nochmal eine Holztür. Ja. Aber das ist kein Schloss. Ey, ich sag dir das, ist unglaublich und hier liegt da echt. Du Idiot. Der hat sogar ein bisschen was hier. Ja, auf jeden Fall hat er schon mal eine komplette Ausrüstung an. So ist er auch nicht. Ja. 2500. Da. Achso, dann müssen wir den Schrank wieder Marsch machen. Ja, wir haben ja genug Munition. Ich habe auch noch welche mit. So, was kann ich denn entbehren? Was kann ich mitnehmen? So, Leder. Ich bin komplett leer, wenn ich darf. Ja, so auf jeden Fall noch ein bisschen was. Unglaublich. Ja, rote Munition. Regal. Ach, 3000 Sulfur, die liegen. 4000. Ne, 3100 Sulfur, ey. Ah, Sulfur-Erz, ne? Sogar was Großes reden nachher. Ja. Ich sag's dir, ja. Ich sag, du weißt nie, was dahinter ist. Einfach immer aufmachen. Gibt Leute, da fällt dir nichts so ein, ey. Wie hieß er denn? Na, der ist ja schon. Marcin Tuzio mal, ja, mit so einem Namen, Alter. Wer wollt Fleisch hier? Ich, ja. Ja, hier ist auch Fleisch drin. Musst du nur fertig machen. Alles hier. Super. Wie gesagt, ich bin voll. Ich kann nicht mehr viel mitnehmen. Ja, wir nehmen das Wichtigste mit. Hier, Metallfragmente. Ich kümmere mich mal eben um den Bauschrank hier. Der Wolf ist ja leer. Er kann das haben wir fertige mitnehmen. Metallfragmente? Ja, ja. Aber wenn der leer wäre, wird ja das Haus zerfallen. Nee, der ist nicht leer. Das ist klar. Ein bisschen was ist hier drin. Ich meinte, du bist leer vom Inventar. Du kannst das Wichtigste so. Ach so, ja. Ja, so vor Erz und den ganzen Scheiß auf jeden Fall. Ja, genau. Weil. Ja, ich kann ja gleich auch noch was sortieren. Ich brauche noch ein bisschen Scheiß in der Tasche. In der Werkbank auch noch was. Hier sind auch noch 59 Scrap in der Werkbank. Ich sag ja immer wieder. Ja, die nehme ich schon mal mit, weil da habe ich. Die habe ich ja eh gesammelt. Ja. So, und den Rest kümmerst du dich mal um die Kisten. Aber bei mir ist jetzt. Richtig voll. Und der hat auch wieder 1000 Metallfragmente in den Öfen gehabt, ne? Aber wolltest du. Ja, das ist unbeschreiblich sowas. Und vor allen Dingen die zweite noch nicht mehr so im Codelock dran, also. Ich sag's ja immer wieder, ey. Vielleicht hat er essen gehen müssen. Hä? Vielleicht musste er essen gehen. Er muss essen gehen, ich ja. Ich dachte, so in einer halben Stunde kommt er wieder rauf, so. Dann kommt da vorne erstmal Kleinigkeit. Genau. Weiß er nicht. Ja, aber da kann kommen, was will. Also wenn ich das im Erz im Ofen hab, ne, dann warte ich die 5 Minuten noch für die scheiß Blechtür. Aber wenn die Mami sagt, er soll den Rechner ausbauen, ja. Hast du natürlich recht, ja. Ja? Das stimmt, ey. Ja. Zack. Jawohl. Er ist voll, ey. Ach ja, komm, ich pack mal Scheiß hier weg. Guck mal, was ich noch so mitnehmen kann. Steine und so. Alter, wenn nicht der Crafter doch unterwegs. Guck mal. Ich nehm das ganze Holz mit. So, Lampen brauchen wir auch keine mehr. Die lasse ich hier. Dann nehme ich die Steine und so Scheiß noch mit, weißt du? Den ganzen Scheiß kannst du hier lassen. Aber ich hab auch noch Platz. Also, du brauchst jetzt nicht, ich kann auch noch ein bisschen was mitnehmen.
Also ein kleiner Trick, wenn man keinen Platz für Holz hat, kann man einfach 20 Bauschränke unterwegs craften und die daheim abbrechen. Ja. Ich mach gerade 2, 4, 6 Bauschränke, ja. Die Oka-Pistole kannst du zur Not auch hier lassen, die brauchst du auch nicht, kannst du nochmal herstellen, die kostet ja nichts. So, Stein. So, leer. Muss es sein. Was haben wir hier noch? Aber wir nehmen mal ein Holztor mit für Natrixer extra. Bitte nicht. Komm, ich nehme mal die Bögen auch noch mit. Scheiß drauf. Ja, den habe ich erst reingelegt. Ja, ich nehme mit. Fertig aus. Hast du Scrap, hast du, ne? Ja. Warte, ich habe noch einen Slot, dann nehme ich. Jo. Starkler. Naja, kannst du nicht. Zerfällt eh gleich die Bude. Ja, so ist das. Das ist eigentlich recht angenehm. Da muss nicht immer Farm gehen, ne? Das sag ich dir, ey. 3000 Dingens, Metallerze, Sulfursteine. Ja, aber kann ja echt nur ein Anfänger sein, also. Ich weiß es nicht. Hey, ich verstehe sowas nicht. Ich gehe, also. Geh doch nicht offline, solange ich keine Blechtür habe. Ja, ist genau. Ich baue mir überhaupt keine Putze, bevor ich keine Blechtür habe. Also, um der, die Grundmaterialien zusammen habe zumindest, ne? Ja, hat er ja gehabt. Waren ja, wie gesagt, 500 im Ofen und 400 lagen in der Kiste oder sowas. Also, er hat ja auf jeden Fall das Zeug gehabt. Ich weiß das auch nicht, was er in den Köpfen vorgeht. Vielleicht denken die, die Holztür hält oder was. Keine Ahnung, sag ich ja. Anfänger oder wie. Keine Ahnung. Oder die denken, die werden schon nicht großartig raiden, ne? Da kann ja nichts drin sein, das rentiert sich nicht. Ja, aber wenn du eine Holztür machst, mache ich immer auf. Immer. Weil, wie gesagt, die 40 Schuss. Und du siehst ja. Zwei Holztüren, zweimal großen Loot rausgeholt. Für den Einsatz. Ja, da gegenüber war auch nochmal so eine Putze, aber da bin ich noch nicht hingelaufen, die abzuchecken. Also die links auf der linken Seite, die hat eine Metalltür. Naja, und die gegenüber. Genau. Da müsste man mal gucken. Ich glaube, die hätte. Ich meine, ist ja nicht weit, ne? Nö. Das passt schon. Gut, dann kann ich ja gleich mal unseren Dingen weiterbauen. Wie hieß es nochmal? Nicht Ring, sondern was, sagt er? Honeycomb. Ja. Unseren Ring. Wer Englisch kann, ne? So, jetzt haben wir 3 Tore, brauchen noch ein Tor, ne? Dann haben wir an jeder Seite ein Tor stehen. Ist doch schön, ne? Dann brauchst du doch 6 Mauern oder 8 Mauern. Ja gut, jetzt habe ich gesaved, ne? Damit sind wir am Ende einer Folge. Danke mich fürs Zusehen. Ja, wie immer, Holztür, Mr. Raiden, Leute. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.